Wo einst Autos auf dem Parkplatz im Rathaushof standen, klafft heute eine knapp 12 Meter tiefe Baugrube. 25.000 Kubikmeter Erde wurden für den Bau des ersten von vier geplanten Gebäuden der Schlossberghöfe ausgehoben. 2.000 Tonnen Stahl werden bis zur Fertigstellung verbaut. Derzeit laufen die Rohbauarbeiten für die ersten beiden Untergeschosse, wie Projektleiter Hermann Fabricius vom Investor Ten Brinke erklärt. Die Rampe wird im Augenblick als Verbindungselement für die beiden Untergeschosse im Hintergrund gebaut. Wie die Gründungsarbeiten als solche sind abgeschlossen. Das war eine Bodenplatte mit 1,20 Meter Stärke. Und im Zuge der Rohbauarbeiten, nach Abschluss der Rohbauarbeiten im zweiten und ersten Untergeschoss, wird dann sukzessive auch der Verbau, der im Augenblick noch die Baugrube sichert, zurückgebaut. Extra warm anziehen müssen sich die knapp 30 beschäftigten Bauarbeiter. Den eisigen Temperaturen dieser Tage gilt es zu trotzen. Sobald man Schnee und Eis auf der Baustelle hat, sind sie eingeschränkt in gewissen Arbeiten, zum Beispiel Betonieren. Das geht dann nicht bei allen Bauteilen, insbesondere Deckenbetonage sind dann schwierig. Herzstück des entstehenden Neubaus ist das künftige technische Rathaus. Das bestehende wird nach dem Umzug der städtischen Mitarbeiter planmäßig abgerissen. Hinter mir sehen Sie gerade die Baucontainer. Dort wird später der Haupteingang zu dem neuen technischen Rathaus sein. Im Erdgeschoss dann gleich der Infopunkt Bauen. Das wird ein zentraler Anlaufpunkt sein für alle Bauwilligen dieser Stadt, wo komprimiert Informationen vorgehalten werden, wo der Zugang zu den Ämtern ermöglicht wird. Also praktisch eine Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger. Das wird aber nicht alles sein im Erdgeschoss, sondern wir werden dort auch eine Gastronomie haben. Wir werden dort den Kulturraum haben für die Bürgerinnen und Bürger und auch eine Einzelhandelsfläche. Und dann geht es weiter im Gebäude mit 4 Etagen technisches Rathaus. Dort kommen die technischen Ämter der Stadt Pforzheim unter. Und das Ganze wird dann gekrönt mit einer Kindertagesstätte für einen 5-gruppigen Kindergarten. Einen Vorgeschmack auf den fertigen Bau liefert diese zwischen Baugelände und technischem Rathaus platzierte Musterfassade. Diese großen Fassadenelemente werden als fertiges Element inklusive Fenster eingebaut. Und im Zuge der Rohbauerstellung haben wir eigentlich eine fix und fertige Fassade. Das heißt, wir müssen nachher nicht nur von außen irgendwelche Putzarbeiten etc., sondern das ist die fertige Fassade. Und dadurch gewinnen wir auch sehr viel Zeit. Erstmals jährt sich am Freitag der Spatenstich für das Großprojekt. Schon jetzt steht fest, die Fertigstellung wird sich um voraussichtlich ein Jahr verzögern. In erster Linie lag das an den archäologischen Grabungen, die wir noch durchführen mussten im Bereich der Daimlingstraße. Und die waren dann doch deutlich aufwendiger, als wir ursprünglich gedacht hatten. Es wurde doch noch einiges sehr Interessantes gefunden. Und das hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf den Bauablauf und hat zu Verzögerungen geführt. Hinzu kamen Lieferengpässe bei Material, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Ende vergangenen Jahres hatten sich Stadt und Investor nach vorherigen Streitereien auf einen neuen Terminplan verständigt. Der späteste Zeitpunkt, der dort vereinbart wurde, wäre jetzt dann Ende Januar 2025. Wir hoffen allerdings natürlich, dass wir doch früher fertig sind. Und dann freuen wir uns darauf, möglichst bald einziehen zu können in diesem neuen Gebäude. Bis dahin werden Mensch und Maschine weitere Schwerstarbeit leisten müssen.